Martin Delius ist bei uns von den Piraten. Herr Delius, die Parteitage der beiden etablierten Volksparteien glichen Krönungsmessen. Ja. Wenn man sich anschaut, wie die Piraten umgehen mit ihrem Führungspersonal, ist das im Grunde genommen das komplette Gegenteil. Die werden schlicht fertig gemacht. Ist dieser piratige Umgang jetzt die richtige Alternative? Es ist sicherlich keine Alternative und es geht auch nicht darum, wie man mit seinem Spitzenpersonal umgeht, sondern mit den Inhalten. Wenn Sie die Parteitage miteinander vergleichen, dann haben wir genauso lange, wie Per Steinbrück geredet hat auf seiner Inauguration, über drei oder vier Anträge und unser Wirtschaftsgrundsatzprogramm gestritten. Da ist aber nicht viel übrig geblieben. Da ist doch einiges davon übrig geblieben. Zum Beispiel Mindestlohn. Kriegen Sie mit den Piraten ohne Probleme durch. Da wird Ihnen niemand widersprechen. Flächendeckend. Sie haben noch nicht gesagt, wie Sie es machen wollen, aber sonst ja. Ja, das haben Sie auch nicht. Aber doch, in der Tat. Also was das Spitzenpersonal angeht, hat die Piratenpartei vielleicht einfach kein bundesweites Spitzenpersonal, sondern die Spitzenkräfte in den Landesverbänden und in den Landesparlamenten. Und die finden Sie vielleicht auf Ihren Parteitagen raus, das ist das richtige Stichwort. Denn wie die Piraten Parteitage abhalten, müssen wir Ihnen auch unbedingt noch mal ganz kurz zeigen. Hier ist die politische Alternative. Der große Piratenjubel ist lange vorbei. Lagen sie im Frühjahr noch bei 9%, dümpeln sie heute nur noch bei 4%. Streit ums Personal, um ein Wahlprogramm und Mobbingvorwürfe. Auf Parteitagen liefert die junge Partei ein chaotisches Bild. Wenig erstaunlich bei 2000 fast gleichberechtigten Delegierten. Oh, Kinder, echt. So, wir machen das jetzt erst einmal im Gesamten und dann... Psst. Ruhe! Danke, Mann, wir müssen uns hier konzentrieren. Echt. Und während die Piraten in der Finanz- und Wirtschaftspolitik weiter im Ungefähren bleiben, kommen sie mit ungewöhnlichen Vorschlägen daher. Etwa die Schulpflicht abzuschaffen oder Zeitreisen zu erforschen. Das nämlich hätte große Vorteile beim nächsten Parteitag. Wir haben dadurch die Möglichkeit, eine Partei zu werden, die vor dem Parteitag die Anträge liest, versteht und beschließt. Das ist hier nicht passiert. Also der wird dann vor dem Parteitag. Natürlich. Man kann ja den Parteitag dann zweimal abhalten. Man kann den zweimal abhalten. Ist Ihnen Ihre Partei manchmal peinlich, Herr Delius? Ja, natürlich. Aber ich glaube, das gilt auch für alle anderen hier in der Runde. Wenn Sie sich die Rede der Bundeskanzlerin angehört haben mit dem alles entscheidenden Satz, dass keine Regierung dieses Landes so erfolgreich war wie die schwarz-gelbe Regierung seit der Wiedervereinigung, dann glauben Sie ihr und haben auch das Gefühl? Nein. Ja, also ich meine, das Betreuungsgeld haben Sie geschafft. Das ist ja schon mal was. Dann bleibt es auch dabei. Nein, das Mindestlohn war ja auch mal angedacht, ist nicht gekommen. Die Quote, die angedacht wurde, ist auch nicht gekommen. Wir haben, die CDU hat sich jetzt breit dagegen entschieden, die Homo-Ehe steuerlich gleichzustellen mit anderen Lebenspartnerschaften. Also ich kann das nicht sehen. Jetzt gerade aktuell haben wir auch die Diskussion im Vermittlungsausschuss. Da ist sich die Bundesregierung ja nicht einig darüber, welche Steuern man wie senken möchte. Und das ist auch nicht passiert, kann ich nicht sehen, dass da wirklich erfolgreich regiert wurde. Okay, Herr Röttgen, Eigenlob stinkt. Das Frauen in der Runde sind gleich dran. Diese Abstiegsängste, die Abstiegsängste und die mangelnden Arbeitsplätze oder die echten Arbeitsplätze, von denen man leben kann, ist das überhaupt ein Thema für die Piraten? Ja, natürlich ist es ein Thema. Also Herr von Dohnányi hat es angesprochen, das ist im Prinzip eine grundlegende strukturelle Veränderung eingetreten an weltweiten Arbeitsmärkten, nicht nur durch die Globalisierung, sondern vor allem durch den technischen Fortschritt. Der Bevölkerung Vollbeschäftigung zu versprechen, ob das nur in dieser Legislaturperiode oder in den nächsten ist, ist eine Lüge. Das wird nicht eintreten. Das heißt, wir müssen uns auf die sozialen Sicherungssysteme konzentrieren und das Geld auf anderen Wegen beschaffen, zum Beispiel durch Konsum. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag einen fast gleichlautenden Beschluss wie die Piraten getroffen zum bedingungslosen Grundeinkommen für eine Zukunftsvision. Es wäre doch die erste Maßnahme. Es war doch erst die erste. Ja, wir haben den zuerst beschlossen. Aber im Übrigen hat ein Pirat auch den Antrag für Sie geschrieben. Aber
Das wäre doch die erste Maßnahme einer Politik, die sich darum kümmert, zu erklären, wir können nicht jedem Arbeit garantieren. So, das wäre doch die erste ehrliche Aussage, die ich so dann höre. Und nicht sich darüber zu streiten. Der Staat garantiert der Staat garantiert keine Sie können weiter Industrieförderungsmaßnahmen als das Allheilmittel hinstellen und sagen, da fördern wir Arbeitsplätze. Es geht halt so lange gut, bis der internationale Markt sagt, Also, von Donani, haben Sie das Gefühl, dass die Politik sich mit den Nöten und Sorgen der Menschen befasst? Ich glaube schon, wenn ich mir das eben angucke, was Sie da gesagt haben, dann steigende hieß es ja... Steigende Lebenshaltungskosten, wer kümmert sich darum? Ja, das ist der Versuch auf jeden Fall, durch Arbeit und auf dem Wege von Wettbewerbsfähigkeit eine Lage herzustellen, in der man, das war glaube ich der dritte Punkt, auch selber Arbeit hat. Nochmal, und die Wirtschaft funktioniert. Eine europäische Wende zu bezahlen. Ja. Deshalb gibt es gerade, so begründet Herr Schäuble, die wachsende Rente für die Mütter nicht. Wir haben eine Energie... Das wollen wir mal abwarten. Da halte ich die Frauen für stärker in dieser Frage. Wir haben eine Energiewende zu bezahlen. Das ist auch ein Blankoscheck, den der Bürger in den Schoß gelegt bekommt. Es gibt niedrige Zinsen. Die Altersvorsicherung, die also der einfache Mensch betrieben hat fürs Alter, ist auch nichts mehr wert. Wer kümmert sich darum? Ich stimme dem Herrn Delius völlig zu. Der Herr Delius hat versucht, den Punkt auch noch mal von der anderen Seite zu beleuchten. Wir haben einen tiefgreifenden technologischen Wandel. Wir haben eine Globalisierung, einen Schub in Globalisierung in den letzten 30 Jahren, wie er nie vorher passiert ist. Fall der Mauer, Öffnung Chinas und so weiter. Wir haben das Internet mit allen diesen Problemen und wir sehen daher, ob Sie nach Amerika schauen, nach Kanada schauen, nach Norwegen schauen, nach Schweden schauen oder nach Deutschland schauen. Wir haben fast überall dieselben Probleme und über die müssen wir in Ruhe und klar reden. Und wer den Versuch macht, das einer Partei in die Schuhe zu schieben oder einer Person gar, der macht einen kardinalen Fehler. Man muss die Sache ausdiskutieren. Herr von Donani, ich zähle die jetzt nicht. Göring-Eckardt. Normalerweise stellen die Menschen auf Facebook wirklich Fragen. Ich hätte die Liste fortsetzen können. Das waren keine Fragen. Es kamen heute nur diese Aussagen. Was tut Politik dagegen? Also ich glaube, die eine Aufgabe ist, die Probleme wirklich anzusprechen und sie festzumachen am Alltag der Leute. Und da kann man nicht sagen, das macht die Politik nicht. Man muss auch den Unterschied machen, finde ich. Also, dass wir öffentlich streiten, ist gut. Auf der einen Seite, weil unterschiedliche Konzepte stehen ja da. Und das darf man. Man muss nicht sagen, es ist alles die Globalisierung und die Demografie und wir können gar nichts machen. Wir können Dinge tun. Richtig. Die liegen auch auf dem Tisch. Und dann müssen sich Wählerinnen und Wähler entscheiden. Der zweite entscheidende Punkt ist für meine Begriffe, dass wir das, was Bürgerinnen und Bürger an Kompetenz haben, auch in die Politik holen. Also tatsächlich Bürgerentscheide. Und nicht nach dem Motto, wir legen die Planungsunterlagen mal zwischen Weihnachten und Neujahr aus und hoffen, es merkt dann keiner. Das ist nämlich bisher so gewesen. Sondern echte Beteiligung und zwar von Anfang an. Wir hätten heute das Drama mit Stuttgart 21 nicht. Und die vielen, vielen Milliarden, wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie viele es sind, die das mehr kosten soll, wenn man Bürgerinnen und Bürger von Anfang an beteiligt hätte, wenn man ihre Kompetenz genutzt hätte. Es gibt viele andere Fragen. Ich meine jetzt gar nicht so sehr als Bedrohung, wie das der Herr von der Partei der Nichtwähler gesagt hat, sondern als Kompetenzerweiterung. Das ist doch gut für die Politik zu sagen, Volksentscheide, Bürgerentscheide, das ist richtig, das ist gut, da kann man Menschen beteiligen. Und ich glaube letzten Endes die Frage, wovor haben die Leute eigentlich wirklich Angst und Sorge? Dass Leute heute Angst haben, abzusteigen und nicht wieder aufsteigen zu können. Richtig. Dass Leute heute Angst haben, dass es ihren Kindern eben nicht besser gehen wird als ihnen und sogar Sorge haben, dass es ihnen noch nicht mal so gut geht wie ihnen selbst. Das hat auch ganz real mit Politik zu tun. Also diese Abstiegsangst, die produzieren wir doch auch, wenn wir sowas machen, wie eben keinen Mindestlohn einführen, wenn wir sowas machen wie Betreuungsgeld, also falsche Weichen stellen. Wir produzieren übrigens auch... Nur damit Sie jetzt nicht nur immer in die Situation der Oppositionspolitikerin kommen. Sie haben unter Rot-Grün die Agenda 2010 auch euphorisch begrüßt. Ja. Da würde jetzt der Sozialstaat der Zukunft entstehen. Ja. Wenn Sie sagen, nur die Hälfte davon war richtig, wissen Sie denn jetzt schon, welche Hälfte? In der Tat. Ich finde das auch nicht, also ehrlich gesagt, ich kann da nicht drüber lachen, Herr Delius. Ich bin nicht so elitär wie Sie, die immer sich im Wesentlichen mit den Funktionären der eigenen Partei Piraten beschäftigen. Sind elitär. Ja, haben in Sie der die Tat. Bilder vom Parteitag gibt gesehen? Keine elitärere Partei, das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Also die Partei mit dem höchsten Durchschnittseinkommen pro Mitglied sagt mir gerade, ich bin elitär. Sehr gut. Ja, weil sie sich nur mit sich selber beschäftigen. Aber ich finde es total richtig, dass man sich bei einer Reform anstrengt. Und es gab damals über 5 Millionen Arbeitslose. Das war
überhaupt nicht lustig. Und die Leute, die arbeitslos waren, die haben darauf gewartet, dass die Politik noch eine und noch eine und noch eine Maßnahme macht. Und mich hat es echt umgetrieben. Was kann man eigentlich noch tun? Und es gab kein Rezept, was auf dem Tisch lag, wo man sagen konnte, Haken dran, so machen wir das. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir probieren Sachen aus, von denen wir nicht wissen, wie sie wirken, von denen wir hoffen, dass es gut geht. Und das war das Prinzip Fördern und Fordern. Und man muss im Nachhinein sagen, ganz klar und deutlich, manches hat funktioniert. Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe war völlig richtig. Mhm. Und andere Sachen haben nicht funktioniert. Ich sage das für mich auch persönlich. Mhm. Na klar, ich habe Fehler gemacht. Mhm. Und diese Fehler, Sanktion, die ich ganz persönlich gemacht habe, für die will ich auch gerade stehen. Und deswegen rede ich auch öffentlich darüber, dass ich welche gemacht habe. Sie haben in einem Interview, das ist Frau Göring-Eckardt von Politik. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Wolfgang Clement daran auch schuld gewesen sein sollte, weil die Grünen hätten in diesen Verhandlungen Zugeständnisse gemacht und der bärbeißige Wolfgang hat offensichtlich euch mehr abverlangt, als ihr. Und hinterher hat die Partei von Herrn Röttgen, der gar nichts damit zu tun hat, im Bundesrat das weiterhin verschlimmert. Er sagt, natürlich, Wolfgang Clement war damals noch in der SPD. Und Wolfgang Clement hatte das Gefühl, dass Leute, die nicht arbeiten, einfach nur faul sind. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Ich komme aus Ostdeutschland und da sind ganz viele Leute mit einer guten Ausbildung gewesen, die es einfach nicht mehr geschafft haben, reinzukommen. Und gegen diese Art des Umgangs, die Wolfgang Clement hatte mit Leuten, die arbeitslos sind, haben wir in der Tat heftig angekämpft und haben auch manches Zugeständnis machen müssen, was wir nicht gewollt haben. Meine Frage trotzdem würde in eine andere Richtung zielen. Würden Sie denn das nächste Mal sagen, bei einer Entscheidung, die nachträglich vielleicht auch den Menschen mehr schadet, als sie ihnen nutzt, dass Sie dem Einfluss von Volker Kauder erlegen waren, dass der sich einfach mehr durchgesetzt hat? Ich habe überhaupt nicht gesagt, ich bin dem Einfluss erlegen. Ich habe deutlich gemacht, es gab Kompromissnotwendigkeiten und es gab auch nachher noch eine weitere Verschlimmerung dessen, was ich eigentlich wollte. Mhm. Für mich waren in erster Linie im Blick die Leute, die ganz draußen waren, die schon gar nicht mehr das Gefühl hatten, die langzeitarbeitslos waren, die schon gar nicht mehr das Gefühl hatten, sie kommen jemals rein, die schon gar nicht mehr das Gefühl hatten, ihre Kinder können irgendwas erreichen. Die hatte ich im Blick. Und die Frage, wie kriegt man die eigentlich wieder in den Arbeitsmarkt, die hat mich ehrlich umgetrieben. Das ist so und das bleibt auch so. Gut, Herr von Donani. Wir haben Sie mit dem schönen Satz zitieren dürfen, wenigstens habe ich den von Ihnen gelesen, dass Sie kein so großer Fan einer rot-grünen Regierung wären. Weil? Das ändert sich bestimmt noch, Herr von Donani. Warum eigentlich? Ich bin das nie wirklich gewesen. Und zwar deswegen, weil im Grunde genommen hier zwei Parteien sind, die eine gewisse Distanz zur Wirtschaftswettbewerbsfähigkeit haben. Und ich fand deswegen sozialliberal sehr gut. Doch nicht mehr. Sozialliberal fand ich immer sehr gut. Und ich finde Verbindungen, die also Parteien miteinander zusammensetzen, wo die eine Seite sehr stark, sage ich mal, im Wirtschaftlichen verankert ist und die andere Seite so wie die eher FDP im Sozialen. Na, wir haben sehr gut, Willy Brandt hat sehr gut regiert zusammen mit der FDP. Dürfen Sie nicht vergessen. Aber Herr Donani, FDP von heute ist bestimmt keine Wirtschaftspartei. Die FDP von heute wird offenbar von Herrn Steinbrück inzwischen angelockt für eine neue Art von Koalition. Und das würde Herr von Donani sehr gefährdet für Wirtschaft. Worum geht es denn heute? Es ist offensichtlich ein festzuhaltender Fakt der heutigen Sendung, dass es die eine oder andere Nähe auch der Piraten durchaus zur SPD gibt. Warum muss es eigentlich unbedingt, warum müssen es die Grünen sein? Warum muss es eine Ampel mit der FDP sein? Warum nicht mit ehrlich, sehe ich die Piraten noch gar nicht im Bundestag. Also im Moment stellt sich die Frage gar nicht. Okay. Das ist aber, glaube ich, das ist aber das Problem, dass sich genau, bevor man darüber redet, wo man zusammenkommt und welche Probleme man gemeinsam löst, man erstmal die Machtfrage klären muss. Mhm. Die erste Frage, die man als Pirat gestellt bekommt, mit wem würde man denn koalieren? Dann kann ich auch sagen, mit der SPD, so wie sie dasteht, die Vorratsdatenspeicherung nicht klar ablehnen, kann ein Pirat nicht koalieren. Das ist völlig klar. Mhm. Gibt es überhaupt jemanden, Herr Delius, mit dem Sie sich vorstellen könnten, derzeit, mal auf dem Parkett zu tanzen? Frau Göring-Eckardt hat gerade was sehr Schlaues über Bürgerbeteiligung gesagt, auch wenn da noch nicht klar ist, was die Grünen sich genau unter mehr Bürgerbeteiligung vorstellen. Aber können Sie nachlesen, wenn Sie Zeit haben. Das können Sie bei uns auch nachlesen. Interessieren Sie Macht überhaupt oder sagen Sie, Sie Ich glaube, die Piraten sind sehr gut aufgehoben. Nur ein Störfaktor sein. Die Piraten sind zurzeit sehr gut aufgehoben in der Oppositionsrolle. Wir stellen halt Fragen, die andere für längst gegeben und längst geklärt halten, die dann immer wieder neue Probleme aufwerfen. Und empfehlen den Politikern Zeitreisen wahrscheinlich. Genau, das hilft manchmal. Und damit sind wir